Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten wöchentlichen Botschaft. Heute möchte ich gerne eine Fortsetzung machen mit Kolosser 1 und ich lese dazu aus Vers 13, des Zusammenhangs wegen noch einmal Vers 12 dazu. Danksagend dem Vater, jetzt Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Soweit möchte ich heute gerne lesen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Paulus Gebetsthemen für die Gläubigen hat, besonders für die Gläubigen in Kolossä. Und das letzte war, dass er sie auffordert, ein dankbares Herz zu haben, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, am Erbe der Heiligen in dem Licht. Aber diese Dankbarkeit, das ist jetzt Vers 13, geht noch weiter. Und ihr Lieben, wir wollen wirklich so ein dankbares Herz behalten unserem himmlischen Vater gegenüber. Und das Erste, was wir jetzt hier für heute wieder lernen dürfen, ist, dass er uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind errettete Leute. Und dazu wollen wir täglich unserem Vater im Himmel Danke sagen. Denn das ist reine Gnade. Epheser 2 sagt uns, durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Errettet aus der Gewalt der Finsternis. Und die Frage, die man sich hier stellen mag, was bedeutet eigentlich Gewalt der Finsternis? Wo war ich vorher, vor der Bekehrung, vor der Errettung gefangen gehalten? Diese Gewalt der Finsternis drückt sich aus im Leben des Herrn Jesus. In Lukas 23 sagt der Jesus Christus einmal, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Wann sagt er es? In Lukas 23 kommen Menschen mit Schwertern und Stöcken bewaffnet, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Und dann sagt er ihnen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber jetzt kommt es. Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Vorher hat Paulus im Kolosserbrief von dem Licht gesprochen. Und Finsternis ist gerade das Gegenteil, der Bereich, wo Satan herrscht. Wo er der Fürst dieser Welt ist und auch der Gott dieser Welt ist. In diesem Bereich haben wir uns vor unserer Bekehrung befunden. Eben manchmal ist mir oder vielleicht uns das gar nicht so bewusst. Wir sind im gläubigen Elternhaus vielleicht aufgewachsen und haben keine groben Dinge begangen. Und doch haben wir uns in diesem Machtbereich des Teufels in der völligen Gottferne eigentlich, wo es keine Kenntnis über ihn gibt, wo man unwissend ist, wo es eben dunkel ist, wo man keinen Weg findet, befunden. Und jetzt kommt diese Botschaft. Der Vater hat uns errettet aus dieser Gewalt der Finsternis. Wir merken, dafür dürfen wir tatsächlich von Herzen dankbar sein, dass wir nicht mehr in diesem Bereich der Finsternis sind. Aber es geht doch weiter.
Wir sind nicht nur aus diesem Bereich der Finsternis errettet, sondern versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich möchte das noch ein bisschen deutlich machen mit diesem Gewalt der Finsternis am Beispiel der Israeliten. Die Israeliten waren in Ägypten unter der Knechtschaft Pharaos und sie konnten sich auch selbst nicht dort befreien. Gott hat sie herausgeführt. Und wir waren so auch unter diese Knechtschaft des Teufels gebunden. Und jetzt sind wir versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also nicht nur, dass vielleicht das alte Paradies wiederhergestellt würde oder dass wir im Niemandsland gelandet wären. Nein, weggewandt von dieser Gewalt der Finsternis, versetzt jetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das meint das Königreich. Nun, dieses Königreich ist ein merkwürdiges Reich heute. Als der Jesus auf dieser Erde war, dann sagt er ihnen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er, der König dieses Reiches, war da, um dieses Reich zu errichten. Aber das Volk der Juden hat ihn abgelehnt. Sie sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann gibt es in Matthäus 13 so Gleichnisse vom Reich der Himmel. Das ist so die jetzige Zeit, eine verborgene Zeit, weil der König dieses Reiches im Himmel ist und die Untertanen hier auf dieser Erde. Und dazu dürfen wir uns auch zählen. Dieses Reich hat natürlich den Gedanken an Herrschaft, an Untertanen, aber in dieser Vers hier geht es vielleicht mehr um die Atmosphäre, die in diesem Reich herrscht. Denn es ist eine Herrschaft nicht geprägt durch Gewalt, sondern durch Liebe. Dann sagt Petrus uns einmal, dass unser Herr gütig ist. Und in diesem ganzen Reich, das einmal sich auch entfalten wird in der Zukunft, in dem tausendjährigen Reich, wo der Jesus hier herrschen wird über diese Erde und dann das Reich auch seinem Gott und Vater übergibt, ist das große Kennzeichen, es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Sohn ist der Mittelpunkt in diesem Reich, unzweifelhaft. Und darüber freuen wir uns, denn in diesem Abschnitt geht es um die, ich möchte es einfach mal ausdrücken, vielleicht ein bisschen kananäisch, ja, die Herrlichkeiten des Herrn Jesus Christus. Man könnte auch sagen, einzigartig, wie er uns hier vorgestellt wird. Es gibt 3 Kapitel in der Bibel, die besonders die Einzigartigkeit des Herrn Jesus Christus schildern. Das ist Johannes 1, das ist Hebräer 1 und hier Kolosser 1. Und dieses Reich wird das Reich des Sohnes seiner Liebe genannt. Ich möchte dazu aus Johannes 17, Vers 24 lesen. Dann sagt der Jesus in diesem Gebet zu seinem Vater, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ihr Lieben, da merken wir, der Vater hat den Sohn lieb, bevor der Sohn Mensch geworden ist. Der ewige Vater, der hat den ewigen Sohn lieb. Das ist die Sphäre des Himmels, die Sphäre des Vaterhauses. Aber er sagt hier, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Man merkt, wie der Vater seine ganze Liebe ausdrückt zu diesem Sohn. Aber selbst als der Jesus dann hier auf dieser Erde war und hier gelebt hat, dann hat der Vater es noch einmal oder zweimal sehr deutlich ausgedrückt. In Lukas 3 möchte ich lesen, da war er am Jordan, der Jesus Christus, und getauft. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihr Lieben, das Herz des Vaters war in völliger Liebe zu seinem Sohn. Und das ist die Sphäre, die hier geschildert wird. Und wir sind jetzt in diesen Bereich hineinversetzt. Wir dürfen die Liebe des Vaters genießen. Wir dürfen sogar die Liebe des Sohnes jetzt schon genießen. Und dazu möchte ich noch einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Und der ist so gewaltig.
In Johannes 17, Vers 23 sagt der Jesus Christus, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Lieben, das ist für mich unvorstellbar. Hier sagt der Sohn, die zu mir gehören, werden genauso geliebt, wie ich geliebt. Ich würde das nicht wagen zu sagen, wenn die Bibel es nicht ausdrücken würde. Was für eine Liebe ist in diesem Reich? Und da sind wir versetzt worden. Wir dürfen jetzt schon diese Liebe genießen. Und das in alle Ewigkeit. Allein dieser Vers 13 hier, der lässt uns wirklich dankbar werden, jubeln, wenn wir darüber nachdenken. Aber es wird noch viel mehr gesagt von dem Herrn Jesus. Dann heißt es von ihm ab Vers 14, und jetzt geht es immer nur noch um ihn, indem wir die Erlösung haben. Ihr Lieben, Erlösung meint doch Freikauf durch Zahlung eines Lösegeldes. Wir haben in dem Herrn Jesus die Erlösung. Wir sind freigekauft. Aber bei diesem Gedanken denken wir natürlich auch an das Lösegeld. Damit wir freigekauft werden konnten. Und dazu möchte ich aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 6 lesen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Und eine weitere Bibelstelle aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Indem ihr dies wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Ihr Lieben, damit wir in dem Herrn Jesus die Erlösung haben könnten, musste er sein Leben als Lösegeld geben. Seht ihr, damit wir aus der Gewalt der Finsternis, wie es eben war, befreit werden konnten, ist er in diese Gewalt der Finsternis gegangen. Und damit wir befreit werden konnten, erlöst werden konnten, gab er sein Blut, sein Leben, sich selbst als Lösegeld. Das ist dein und mein Heiland. Wir sind tatsächlich freigekauft. Wir sind nicht mehr gebundene, sondern freie Leute. Wie sagt der Heiland einmal in Johannes 8, wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Aber lasst uns nie den Preis vergessen, den er dafür bezahlt hat. Es war sein Leben. Noch nicht einmal sein reines Leben hätte uns retten können. Dafür musste er sein Leben lassen. Um dich und mich zu erlösen. Hiob wusste schon von einem Erlöser. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Buch Ruth wird von diesem Löser gesprochen. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir den Herrn Jesus so kennen, unseren Erlöser. Aber es wird von ihm noch mehr gesagt. Indem wir die Vergebung der Sünden haben. Dankst du eigentlich noch jeden Tag für Vergebung deiner Sünden? Auch dazu möchte ich wieder jetzt zwei Bibelstellen lesen. Und die erste findet sich in 1. Johannes 1, Vers 9.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ihr Lieben, Vergebung unserer Sünden, das ist eine Tatsache, die hat Auswirkungen in unser praktisches Leben. Dann brauchen wir doch keine Angst mehr zu haben, dass wir verloren gehen. Wenn die Bibel hier sagt, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, dann haben wir doch völlige Heilssicherheit und Heilsgewissheit, wenn man solche Bibelstellen liest. Dann jubeln wir, Herr, du hast mir alle Sünden vergeben. Ich möchte das ein bisschen deutlicher machen. Da bekehrt sich ein junger Mensch und er bekennt seine Sünden, nimmt an Jesus oder Gott und nimmt den Herrn Jesus im Glauben als seinen Retter an. Und dann sagt die Bibel hier, alle Sünden vergeben. Und eine Woche später denkt dieser junge Mann, oh, als ich mich vor einer Woche bekehrte, da habe ich aber das und das nicht bekannt. Wie sieht es mit diesen Sünden aus, ihr Lieben? Die sind vergeben. Bei der Bekehrung hat Gott uns alle Sünden vergeben. Auch die, die wir in Zukunft noch tun würden nach unserer Bekehrung. Und alle, die wir bis dahin vor unserer Bekehrung getan haben. So gewaltig ist das Werk des Herrn Jesus Christus. Er hat die Strafe zu unserem Frieden auf sich genommen. Er hat bezahlt, was wir nicht zahlen konnten, sodass wir jetzt Vergebung unserer Sünden haben. Ihr Lieben, das ist eine gewaltige Sache, für die wir wirklich jeden Tag danken sollen. Herr, ich danke dir, dass ich in dir Vergebung aller meiner Sünden habe, dass mich nichts mehr von Gott trennt und ich nicht mehr für irgendetwas bestraft werde, weil du doch die Strafe auf dich genommen hast. Die Erlösung, die Vergebung der Sünden konnte nur einer machen, der selbst völlig sündlos war. Und er kannte keine Sünde. Er tat keine Sünde und in ihm war keine Sünde. Deswegen konnte er der Sündenträger werden und er ist es geworden. Wir danken manchmal dafür, dass er die Bereitschaft hatte zu kommen hier auf diese Erde, aber er hatte nicht nur die Bereitschaft, er kam auch und hat es ausgeführt. Und wir danken für die Ausführung, nicht nur für die Bereitschaft. Wir haben einen gewaltigen Herrn im Himmel. Und dann heißt es weiter von diesem Herrn, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ein Bild meint, dass man jemanden darstellt oder repräsentiert. Also wenn ich schon mal unterwegs bin und man fragt, wie sieht deine Familie aus, dann hole ich ein Foto, dann sage ich, das ist meine Frau, das sind meine Kinder. Und das Bild stellt meine Frau dann dar oder meine Kinder. Und so sagt die Bibel hier, dass der Jesus Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ihr Lieben, Gott ist auf der einen Seite Geist, den kann man überhaupt nicht sehen. Und jetzt ist der Jesus da, in dem wir Gott sehen können. Oder 1. Timotheus sagt uns in Kapitel 6, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Da kann man also gar nicht hinkommen. Und jetzt kommt Gott in der Person seines Sohnes zu uns auf diese Erde. Und dann sagt uns Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Das bedeutet, wenn wir Gott sehen wollen, müssen wir den Herrn Jesus sehen. Selbst im Alten Testament hat sich Gott verhüllt, gezeigt, in dem Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn ist niemand anderes als der Jesus Christus. Gott selbst. Immer wenn Gott sich offenbart
Außer jetzt in seinem Wort natürlich, er offenbart sich in der Schöpfung, aber wenn Gott sich sonst offenbart, man ihn sehen kann, dann tut er es in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Noch einmal, wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir den Herrn Jesus anschauen, müssen uns mit ihm beschäftigen und dann werden wir Gott kennenlernen. Er stellt ihn da auf dieser Erde. Er stellt da, dass Gott Licht ist, dass Gott Liebe ist und besonders dort am Kreuz. Aber auch in seinem ganzen Leben hat er es uns deutlich gemacht. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Wie Erstgeborener. Über diesen Ausdruck müssen wir nachdenken. Auf der einen Seite meint Erstgeborener zuerst Geborener. Als Maria den Herrn Jesus geboren hatte, war er der Erstgeborene, denn es kamen nachher noch Halbgeschwister. Aber das meint es hier überhaupt nicht. Erstgeborener hat auch eine ganz andere Bedeutung, nämlich die Bedeutung Vorrangstellung. Und dazu möchte ich ein Bibelwort lesen aus dem Psalm 89. Das ist ein ganz wichtiger Vers, um das zu verstehen hier. Im Psalm 89 wird in Vers 21 und dann fortfolgenden von David gesprochen. Und dann heißt es von David in Vers 28, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Hier der David war doch der jüngste Sohn zu Hause, das wissen wir, nicht wahr? Wissen die Kinder schon, war doch der Kleinste. Und doch wird von ihm hier gesprochen als dem Erstgeborenen. Und da wird sehr deutlich, dass es hier nicht um zeitlich Erster geht, sondern um eine Vorrangstellung. Er ist der Höchste. Und er ist der Höchste aller Schöpfung. Wenn der Jesus als Mensch auf diese Erde kommt, in seine Schöpfung eintritt, dann ist er der Erste in der Schöpfung, der Höchste in der Schöpfung und nicht der Niedrigste. Er nahm einen niedrigen Platz ein. Philipper 2 sagt das. Aber aus 2. Gründe 8, er, der reich war, wurde um unser Willen arm. Aber trotzdem hatte er diese Vorrangstellung ein. Er ist der Erste, der Größte, der Höchste. Das ist der Herr Jesus, der Erstgeborene aller Schöpfung. Kein Geschöpf ist höher als er. Nein, er steht über allem. Jesus Christus, dein Herr und Meister. Und dann wird eine Begründung jetzt angegeben. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde. Jetzt müssen wir ein bisschen genauer lesen. Die Elberfelder Übersetzung, die ich hier nutze, die macht das uns sehr deutlich. Durch ihn hat sie eine Anmerkung und sagt, in ihm, das heißt, in der Kraft seiner Person. Weil er eben Gott ist, hat er in seiner Kraft alles geschaffen, alle Dinge geschaffen. Man kann vielleicht sagen, habe ich das schon mal gehört, dass der Vater der Planer ist und der Jesus der Ausführende in der Kraft des Heiligen Geistes. Das kommt gleich noch einmal vor uns, dass er der Ausführende ist. Aber hier wird deutlich, dass in seiner Kraft er dieses alles tut, weil er eben Gott ist. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen worden. Egal, was wir auf dieser Erde feststellen, was wir sehen können, im Himmel und auf der Erde, alles ist durch ihn geschaffen worden. Und die Himmel als erstes, denn Hiob sagt uns in Hiob 38, möchte ich gerne dann dazu noch lesen, Hiob 38, Vers 7, wer hat ihren Eckstein gelegt, da geht es um die Erde, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, da gab es eben schon die Engel und mit ihrem Bereich, wo sie wohnten, eben in dem himmlischen Bereich, der war schon da. Und dann wurde die Erde gebildet.
Und er in seiner Kraft hat alle Dinge geschaffen. Die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Viele sehen wir überhaupt nicht. Also elektromagnetische Wellen sehe ich nicht. Doch hat er sie geschaffen. Und dann gibt er hier Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten an. Das mag vielleicht andeuten, dass es auch in der Engelwelt verschiedene Abstufungen gibt, Hierarchien. Und alle sind durch ihn geschaffen. Alle, ihr Lieben, da gibt es die Zeugen Jehovas, die sagen, dass der Jesus ein Engelfürst gewesen wäre. Das ist eine gewaltige Irrlehre. Er hat die Engel geschaffen. Als Gott. Das müssen wir gut in unseren Tagen behalten. Er hat es getan. In seiner Kraft. Und dann kommt, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Durch ihn. Jetzt meint es, er hat sie alles ausgeführt. Und jetzt stimmt der Satz, den ich eben schon mal sagte, der Vater der Planer und der Sohn der Ausführende. Er hat es umgesetzt. Alle Dinge sind oder alles ist durch ihn geschaffen. Das Wort Dinge steht ja gar nicht im Grundtext. Alles, was überhaupt da ist, ist durch ihn geschaffen worden. So gewaltig ist der Herr Jesus. Er hat alles ins Dasein gerufen, durch ein Wort. Und da braucht er keine Millionen, Milliarden Jahre. Was für ein Unsinn. Entweder ist er Gott und kann das, oder er kann es nicht. Er hat nicht durch Evolution geschaffen. Er hat durch ein Wort geschaffen. Wie sagt es Psalm 33, Vers 9? Das möchte ich jetzt auch gerne wieder wörtlich lesen, damit ich nicht falsch zitiere. Ich meine, da steht, er gebot, er sprach und es war. Er gebot und es stand da. So einfach ist das. Er, alles ist durch ihn geworden und für ihn geschaffen. Ihr Lieben, alles soll ihm dienen, soll für ihn da sein. Die ganze Schöpfung. Er ist das Ziel der Schöpfung, könnte man sagen. Alle Dinge für ihn, weil er alles geschaffen hat. Das gehört ihm. Und ihr Lieben, wir wollen auch das ernst nehmen, nicht wahr? Die Schöpfung ist für ihn geschaffen. Und dann heißt es in Vers 17, er ist vor allen. Ich glaube, dass es hier jetzt auch zeitlich geht. Eben hatten wir die Vorrangstellung der Erstgeborene. Und jetzt meine ich hier in Vers 17 geht es auch um zeitlich. Er ist vor allen. Und dazu möchte ich aus Johannes 1 lesen. Johannes 1, Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Seht ihr, die Übersetzung ist hier sehr gut. Im Anfang war das Wort, da heißt es nicht am Anfang, als ob es einen Punkt gegeben hätte, wo er angefangen hätte. Nein, soweit man also zurückgeht, immer war er da. Vor allen. Ihr Sieben, das merkt man wieder. Alles geschaffen, weil er der Schöpfer ist, war er natürlich vor allen. Und hier liegt der Schwerpunkt. Er ist vor allen. Paulus möchte hier wieder den Kolossern zeigen, schaut mal, das ist Christus. Wir hatten ja schon mal darüber nachgedacht, dass wir ein bisschen Probleme hatten, Christus vielleicht aus dem Auge verloren hatten, aus dem Gedächtnis und manches andere daneben gestellt hatten. Und jetzt stellt er ihnen Christus vor. Er möchte ihre Herzen wieder erwärmen für den Herrn Jesus. Und ich möchte für mich das auch gerne mitnehmen. Ich möchte wieder warm werden für den Herrn Jesus und sagen, Herr, das bist du. So gewaltig, so groß bist du. Du bist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn, sagt die Bibel. Dazu wieder ein Bibelwort. Hebräer 1, Vers 3 wird von dem Herrn Jesus auch gesprochen, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt.
Das heißt, alles besteht hier durch ihn. Oh, wir sprechen von irgendwelchen Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten, die ablaufen, ja? Es gibt ja so ein Gesetz, wenn ich was aus der Hand gebe, fällt es eben nach unten. Aber wenn der Jesus das nicht bewirken würde, wird es eben nicht nach unten fallen. Er hält alles in der Hand. Alle Dinge bestehen durch ihn, in seiner Kraft wieder. Das ist wieder der Gott, der Sohn, der ewige Sohn, der alles hält in seinen Händen, der die ganzen Bahnen der Gestirne lenkt, der die Erde um die Sonne kreisen lässt. Und genau mit diesem Abstand, dass es eben nicht zu kalt, nicht zu warm ist, er hat alles in der Hand, nicht wir Menschen. Ihr Lieben, manchmal hat man heute so einen seltsamen Eindruck, da redet man von Klimawandel, als ob wir Menschen groß Klimaänderungen bewirken könnten. Mal ganz unabhängig, dass wir in Deutschland minimalen CO2-Ausstoß haben gegenüber der ganzen Welt, aber der Jesus steht doch über allem. Er macht es so. Natürlich wollen wir keinen Raubbau mit der Natur machen. Darüber haben wir ja eben nachgedacht. Es ist ja für ihn. Aber er hat das uns gegeben zur Gestaltung auch. Aber er hat es in der Hand. Der Jesus. Und damit möchte ich gerne schließen. Er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Er ist das Haupt der Schöpfung, könnte man hier als Überschrift sagen. Und das Thema war Jesus Christus einzigartig. Und am nächsten Sonntag, wenn der Herr es uns schenkt, wir noch hier sind, möchte ich gerne über einen anderen Charakterzug von ihm nachdenken, wo er eben wieder als Haupt vorgestellt wird. Aber das heben wir uns auf für nächste Woche. Mein Wunsch ist, dass unsere Herzen wieder wirklich brennen für diesen Herrn, dass er uns groß wird in unseren Herzen, unseren Gedanken und wir anbetend vor ihm niederfallen. Vor dem, der uns, in dem wir die Erlösung haben, vor dem, in dem wir die Vergebung der Sünden haben, der uns Gott offenbart hat, durch den und für den alle Dinge sind, der alles geschaffen hat, unser Herr und Heiland Jesus Christus. In diesem Sinn möchte ich mich wieder verabschieden. Meine Bitte ist, dass dieser Gedanke mit uns geht. Amen.